Was ist hier noch das Quest, ne? Ja, wir haben hier mehrere Quests. Ich nehme jetzt mal dieses Quest hier noch an. Oho, was passiert jetzt, Schönes? Was für ein Riesenmist. 3 Jahre, nicht ein einziger Schuss. Höchstens mal auf Tiere, die ein Truck angefahren hat. Und in den letzten Nächten so viele Kugeln wie Bonbons an Halloween. In der Zelle lagen meistens nur irgendwelche Akten zum Trocknen und Dexter mit einem Vollrausch. Okay. Jetzt sind die Leute hier praktisch eingesperrt und Ach, ausnüchtern dies, bis guck zum mal, Morgen unsere gibt's leider Freaks auch von nicht vorhin, mehr. die leben doch noch. So wie es aussieht, werden uns die Vorräte ausgehen und bald darauf erwischt's uns dann. Die Andy holt ja, was er kann. Vorräte. Aber Na, da die solange ich meinen Streifenwagen die Kaffee habe, ist Barrikade alles cool, Baby. verstärken, ich bin jedem dankbar, der herumstöbert und das Nötigste herbringt. Nennen wir es Requirierung. Die Ladenbesitzer kriegen sicher keinen Ausgleich wegen höherer Gewalt. Alles klar. Also soll ich Versorgungsschnickschnack holen? Ein örtliches Telefonbuch finden. Ja, das sollte ja nicht so schwer sein, genau. Sie wissen, Da wohin. hinten liegt schon Hinter dem eins. Kühlschrank. Und jetzt mache ich was? Zu Susis Dinner gehen. What? Susis Dinner. Zu Susis Dinner. Das ist nicht Susis The Call of the Wild. Flex Pharmacy. Shijoi Gas Station. Creed Bros Hardware. Ja, Creed Bros Hardware. Was macht die hier? Was baust du, die Baby? Zu Susis Dinner gehen. Ah, es ist gewaypointed. Okay. Ich habe ja auch einen neuen Skill. Susis Waypoint. Ach, Susis Waypoint, lol. So, hier sind wir und das ist Susis Dingens. Alles klar. Hoffentlich überleben wir die Action. Ich hoffe, dass ich ja auch alleine überhaupt lang gehen kann, ey. Wer ist denn das da? Letzte. Ach so. Ach, ich lauf die Straße lang. Kein Zombie weit und breit. Was ist das? FP? Habe ich hier noch was gut oder wie? Ich hätte gerne noch einen Fähigkeitspunkt. Ach, was weiß ich. Ah, ich werde dann später mal einen Kollegen fragen, der auch das Secret World spielt. Da sollen wir noch mal ein paar Kleinigkeiten erklären. Ne? Oh, was ist das? Auch ein Kollege. Ja, solange hier die Boys am Start sind, fühle ich mich eigentlich relativ gut. Oh, gucke ich mal hier an, was da umzieht. Das heißt, die Straßen sind nicht so zu. Oh, ein Polizeiwagen. Was kann ich denn hier machen? Selbstverständlich will ich weiterspielen. Warum ist denn der Server unterbrochen? Was ist denn da los, ey? Mann, das kann ja nicht sein, oder? Dass wir jetzt hier Serverprobleme bekommen, das ist ja fast schon so, als würde Jay von jayzock.de mit uns spielen. Haha. Aber wir sind ja hart im Nehmen, dann reconnecten wir einfach und gehen mal schön in Susis Dinner. Und da gibt's die besten Brötchen. Okay. Und sieh da, da sind wir wieder drin. Und dann gehen wir halt nochmal zu Susis Dinner. So, hallo Leute, alles klar bei euch? Cool, freut mich, angenehm. Hallo, oh, Zombie-Action. Also, solange die mich in Ruhe lassen, können die da einen auf Zombie McZomb. Boah. Der wird hart geknattert. Da helfe ich auf jeden Fall mal.
vielleicht war das dann nochmal zu krass für mich. Das war definitiv nochmal zu krass für mich. Hilfe! Ah, Hilfe! Hilfe! Oh, voll von... Ah, Hilfe, Hilfe! Oh, das wird eng. Und ich bin tot. Yeah, geil! Ach, ja, es ist ein tolles Spiel. Nee, mal ehrlich jetzt. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich muss halt einfach noch lernen, wie man das richtig spielt. Das ist alles. Ich weiß halt quasi noch gar nichts. So, hier runter, die Straße runter. Und ich weiß, dass ich mich nicht mehr Mob-Zombies anlegen werde. Okay, so ein Polizeiwagen war mir da, die Verbindung abgefroren. Mal sehen, ob sie diesmal hält. Ja klar, nehme ich das an. Ein Pokal aus den... Ey, ich will doch hier den Susi Quattro Dingens. Zu Susis Dinner, genau. Da gehe ich jetzt mal hin, zu Susis Dinner. Ich gehe zu Susis Dinner Party. Hier kann ich vielleicht noch einen anderen Fähigkeitspunkt annehmen. Faust zum Beispiel. Ich könnte jetzt wahrscheinlich hier mit der Sturmgewehr, oder? Ah ja, genau. Könnte ich jetzt eigentlich machen. Schrotflint. Mach ich jetzt einfach mal. Weil ich keine Ahnung habe von dem, was ich tue, Leute. Zumal ich auch noch gar keine Schrotflinte habe. Aber guck mal hier. Die drei Ghostbusters des Grauens hängen da oben. So weiter. Susis Dinner, eindeutig. Konservierte Lebensmittel einsammeln. Boah, ist die Toilette versaut. Oh. Oh, hallo. Hey, sie. Legen Sie sich nicht mit mir an. Ich habe den Sledgehammer Superschlag. Boah, das ist Susi. Susi ist infected. Und Susi heilt sich die ganze Zeit. Was soll das denn, Alter? Wie krieg ich denn die Susi down? Hey, du da! Du könntest mir mal gerade helfen hier. Boah, guck dir mal die Arrogante da links an. Guckt euch die mal an, anstatt dass die mir hilft. Was macht die? Rennt die einfach weiter. Ich glaub's ja nicht. Also bei SV2 hätten die Leute einem geholfen. Ey, das ist doch echt... Das ist ja auch voll fies. Oh, aber das ist eng. Oh, du Nutte. Ohne Scheiß, verreck in der Hölle, du Fotze, du Dreckige. Geh dir einfach rein und, oh ja, scheiß auf dich. Ich schnapp mir hier alles, so nach dem Motto. Ja, bitte entschuldigt meine Wortwahl, aber... Fick dich, du Fotze! So. Coole Sachen gesammelt. Und dann brauchen wir aber noch eine. Na? Hallo? Hallo? Ey, ich konnte doch eben hier... Ah, jetzt. Ach ja, so. Zu Call of Wind gehen. Wer ist Call of Wind? Ach, da drüben. Okay. Da gehe ich dann jetzt mal hin, ne? Zu Call of Wind. Oh, schön an den Bad Boy Zombies vorbei. Call of Wild, so rum. Drei Munitionskisten, die nehme ich. Keine Ahnung, was das da ist. Aber
Die nehme ich auch. Und schon haben wir die Munitionskisten. Na? Und jetzt zu Creed Bros Hardware Supply. Genau, ich verstehe schon. Ich mache so eine Art Großeinkauf hier for the win. Oh fuck, das sind ja welche. Oh nein, da muss ich doch jetzt nicht etwa rein, oder? Was ist denn jetzt los hier? Sind die Laternen angegangen? Oh, ich hab Angst. Wurst. Oh nee, ne? Ja, den werde ich wohl kaum besiegen, also bei aller Liebe, aber ich glaube nicht, dass ich da eine Chance habe. Boah, drei Pressure Room, Alter, voll eingegeben, ey. Boah, doch, ich hab ihn besiegt, ist kein Wunsch, Alter. Scheiße, Alter, kommt der von da oben, voll Trap, oh nein. Ey, das ist jetzt aber fies, ne? Scheiße. Ja, du, da kannst du alleine mit denen dealen. So, was? Flaggy's Pharmacy. Okay. Was besorge ich da? So, ich hoffe aber jetzt auch mal, dass ich hier Flaggy's Pharmacy betreten kann, da nicht wieder irgend so einer von der Decke kommt. Was? Mit Hilfe des Höheranderer? Alles klar. Was ist denn das da hinten für ein komisches Teil? So, Telefonbuch, schauen wir mal rein. King Mouse Fire Department. Alles klar. Mann, 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 was für eine tödliche Mission. Oh, das scheint Halloween zu sein. Überall diese... Was machen die denn da? Ja, ja, macht ihr mal weiter. Macht ihr nur weiter. So, geh ich jetzt da links lang oder da rechts lang? Ich nehm's mal an, aber wir bleiben hier bei unserer Mission. Der bleiben wir mal treu der Mission F. Oh yeah. Oh, Kiste mit Tintenfischen. Mm, lecker. Was? Nee, nee, ich will nichts pausieren. Oh, das ist die Feuerwehrstation. Ist das ein Freund? Nee, ist kein Freund. Kriegt sie jetzt mit dem Hammer hier. Boah, diese Zombies, die sind aber auch stark. Ich glaube, ich bin hier überlevelt. Also, ich glaube nicht, dass ich hier schon sein soll. Das fühlt sich auf jeden Fall so an, weil ich hab voll falsch geskillt. Eine geben hab ich dir. Ein Heiltrank. Ein Heiltrank. Wie kann ich den denn quick usen? Ich will vielleicht hier so drauf tun. Nein, möchte ich nicht. So. So, dann gucke ich mich jetzt. Oh. Erste Hilfe Dinger 3. Aha. Ja. Eine habe ich. Wuhu, Overtime. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den fighte. Oh. Ah, so langsam macht das Draufkloppen auch Spaß. Solange ich gewinne. Boah, voll gegeben hier. Gegeben habe ich es dir. Hahaha. Das ist eine Schnalle. Nimm mal das Ding, bevor mir das wieder einer wegschnappt. Aber was kann ich mit der Schnalle machen?
Ah ja, klar, was spricht dagegen? Ach cool, guck mal, jetzt habe ich sogar eine bessere Ausrüstung. Da muss man erstmal durchblenden, ey. Ja. Okay. Was ist das? Ist der jetzt angelegt oder was? Ich hoffe ja mal, dass ich die Sache hier alle anlege. Asche, aha. Aha. Ich bin Imba. I'm Imba. Sozusagen. Aha, das ist eine Art Town-Teleporter. Boom, boom, boom. Aber irgendwie hab ich dem eine gegeben, aber so richtig bleib liegen, Arschloch. Dem anderen da, den hau ich jetzt hier Energy Drink. Ja, man muss ja mal ein bisschen hier, muss ja mal ein bisschen lernen, wie das hier funktioniert. Boah, der weicht aus oder was? So. Das ist Gold, sag ich mal. Abgecheckt. So, jetzt bringen wir das Zeug zurück zum Sheriff. Hoffentlich. Ich hoffe. Oh. Oh, da ist wieder der eine Flammenmeister hier. Ich hoffe ja. Oh, 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 der will was. Der will was. Der will was. Auf jeden Fall will der Ärger hier. Der will so viel Ärger, ey. Richtig krass. Ärger. Bang. Zombie-Feuerwehrmann, das ist ja auch schon ein geiler Name einfach. Zombie-Feuerwehrmann, so, es hat sich ausgezombelt. Ja, es hat sich ausgezombelt. Weiter geht's. Ich versuche mal so gut es geht, auch wenn es hier dunkel ist und wie ihr seht, da liegt ein Auto und überhaupt alles Chaos bei Nacht, etc. Huhu, versuche ich mal hier Ruhe und Frieden zu bewahren und mich durch die doch recht unsicheren Gassen einfach durchzuschlängeln. Oh, da liegt ein Rollerbaber. Und was ist das hier? Da ist doch auch irgendwas. Priesthaus. Das Haus der Priester oder was? Oh, sehr schön. So, 180 Yards, sage ich jetzt einfach mal, sind es noch. Die Kirche, ein verlorener Platz. Das ist alles unleserlich. Beim Priesthaus sah das anders aus. Bleibt mir bloß weg, ihr Schweine hier. Yo. Aha, aha. Ja, so langsam hebt sich auch meine Laune wieder, nachdem diese eine böse, böse... Was steht da? Mister oder Ham oder whatever. In dem Fall ein leckeres Geschäft, was gute Leckereien zu kaufen gibt. Nee, nachdem diese eine, ich sag mal, schlecht erzogene junge Dame mir nicht in der Not geholfen hat. Yo, Bro. Sondern einfach an mir vorbeigelaufen ist, dachte ich mir, alles klar. Aber jetzt denke ich mir, nachdem ich die Mission almost, what do you mean with almost, erledigt habe. Ja, cool. Da geht sie ab, die Luzi. Aha. Ein Flaming Mo, so wie es aussieht. So, Vorräte in den Lagerraum im Büro des Sheriffs bringen. Die werden sich freuen, da bin ich mir sicher. Okay.
da rein. Ah ja. So. Chuck, zieh da recht vor heute. Okay. Und damit habe ich es wohl gerockt. So, Schmutzwäsche, das Telefonbuch untersuchen. Bericht senden. Bericht senden. Wähle, was kann ich hier nicht wählen, oder? Ja, Uhr des Sheriffs, ha? Ach komm, ach, ich nehme die Uhr des Sheriffs, so. KP, nice. Schmutzige Wäsche, das Telefonbuch überprüfen. Aha. Beschwerdeformular kann ich noch nicht machen, weil da ist ein Lock. Warum auch immer. Hoch. Macht nix, macht nix. Ich habe schon eh noch genug Missionen. Wo sehe ich denn hier, wie viel KP ich habe? Hier. Nahkampf, boom, ja. Zerschmettern, habe ich das nicht? Doch, habe ich. Ausrüsten. Ne, ich hab's doch ausgerüstet. So hast du höllischen Ärger. Heilschaffender Zorn. Schwinger. Harter Aufprall. Keine Ahnung. Shockwave. Kann ich alles noch nicht, weil ich nicht genug KP hab. Kommt noch. Okay, ach, was soll's. Die eine Mission hier. Machen wir jetzt auch noch. Also, wobei, keine Ahnung, ob wir die noch machen. Ja, habt ihr gut gemacht, Jungs. Wir gehen jetzt mal da lang in der Hoffnung, dass das überleben. Bleib mir bloß vom Leib, du Schweine. Genau so sieht's aus.